Ja, hallo, herzlich willkommen zur 11. Ausgabe der Nicolas Unger Show. Heute mit dem fabelhaften Sönke Laudemann. Hi, freut mich. Hi. Den Sönke habe ich kennengelernt, oder das erste habe ich ihn nicht kennengelernt, das erste Mal gesehen bei einem Konzert seiner Band Haus Nummer 7, was mich weggeblasen hat, muss ich sagen. Oh. Das war, ich weiß nicht mehr, wo es, in Ludwigshafen, glaube ich. In Ludwigshafen? Ich glaube, da waren auch drei andere Bands dabei. Ja, ja. Genau, und da hatte ich das Gefühl, habe ich ja dir dann auch nochmal bei der Messe gesagt, wo wir uns dann, als ich dich kennenlernen durfte, so rum. Dass das eigentlich viel größer klang, als es dort war. Also fand ich immer einen faszinierenden Sound, den ihr da fahrt. Cool. Kannst du was erzählen über die Band? Deine Band Haus Nummer 7. Mhm. Also uns gibt es so seit 2016, genau. Mhm. Wir machen, ich würde jetzt ganz allgemein sagen, wir machen Alternative Rock, würden aber viele ein bisschen widersprechen und sagen, das ist eher so ein bisschen Post-Crunch. Und geht dann in Foo Fighters Richtung, kann aber dann doch nochmal sehr weiter in die Breite gehen und viele sphärische Indie-Elemente haben. Und das Ganze machen wir jetzt seit 4 Jahren. Ab und zu hat sich ein bisschen was in der Besetzung getan, aber jetzt mit in der Konstellation, wie wir jetzt sind, spielen wir seit 2019. Ich glaube, seit Februar 2019 und sind jetzt wieder zu viert, haben es mal kurz zu dritt probiert. Der Bassist leider 2018 weggezogen. Und da haben wir es kurz probiert, ob Robin, unser Sänger, quasi den Bass übernehmen kann, anstatt seine Rhythmusgitarre, seine E-Gitarre dann zu spielen. War für uns ein Versuch wert, aber mir auch leider nicht. Ja. Und haben uns dann noch einen Bassisten gesucht. Und jetzt haben wir mit Marcel am Bass und Tobi dann noch an der Gitarre, haben wir eigentlich unsere Besetzung, so wie wir absolut zufrieden sind, gefunden. Mhm. Ja. Super. Was ich auffällig fand, also ich bin jetzt in der Musik nicht zu Hause. Ich meine, ich höre so alles, was im Radio läuft und so ein bisschen rechts und links neben raus. Mhm. Also das, was mir sofort aufgefallen ist, sind diese Gitarren, die so sehr, also wahrscheinlich würde er das vielleicht nicht mögen, wenn man das sagt, also dass er den Keyboard-Part übernimmt. Also er hat sphärischen Teppiche und ich weiß gar nicht, wie er das macht. Also lässt er dann auch Sachen loopmäßig durchlaufen oder wie macht ihr das? Tobi ist da sehr ausgefuchst an der Gitarre. Das war auch ein langer Prozess, bis er das gefunden hat, was er eigentlich will und was er braucht. Und auch wenn man sich dann seinen Pedalboard mal anguckt, ist dann gefühlt ein Lattenrost, wo man quasi eine Matratze drauf und dann schläft er da drin. Nee, da steckt natürlich viel Delay und viel Halt drauf oder mit drin. Und sobald man das Ganze dann noch ein bisschen anzieht, geht es auch in diese komprimierte Breite, was dann dieses Synthi-Keyboard, also Synthi ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt zu 80er, was dann so in die Breite geht. Oder beziehungsweise dann auch die, wenn man ganz musikalisch sagt, die Höhen quasi komplett einmal füllt. Genau das ist auch das, was der Tobi damit versucht zu erreichen. Gibt uns quasi die Breite, die wir brauchen mit seiner Gitarre und kann aber doch auch ganz rifflastige Geschichten spielen. Und das ist, da sind wir mit Tobi auf jeden Fall total vielseitig. Und, ja. Und dadurch, dass ich auch so ein bisschen Gitarre spiele und da auch ein bisschen in die Pedalboard-Geschichten vernarbt bin, ist es für mich auch immer interessant zu gucken, was der Tobi quasi während eines Songs macht. Und das ist eigentlich immer eine so subtile Arbeit, die aber quasi unseren Sound komplett ausmacht. Ja, und das, das ist immer wieder faszinierend, auch für mich dazu zu gucken, was der Tobi da macht. Ja. Also das war das, was dann mir auch genau aufgefallen ist. Ja. Also es hat mich weggeblasen. Also für mich klang das nach, ich weiß nicht, war das ein Jugendzentrum, also ein relativ kleiner Raum. Mhm. Und für mich, das habe ich zu dir auch damals schon gesagt, das klingt wie, das muss irgendwo mindestens in eine große Halle, irgendwas 3000er Halle oder in ein Stadion. So klingt es, weil das so einen so wegpustet, einfach von der Energie, die darüber kommt. Und mir ging es so, ich habe halt jetzt auch als Musiker, denkt man, okay, wenn sie jetzt das machen würden, das wäre geil. Und es kam jedes Mal, das. Also ich sage, wenn jetzt so ein heftiger Halftime-Part kommt und den noch langsamer gespielt, habt ihr das genauso gemacht, also richtig laid back, also brachial im Prinzip. Und das, also
und Gas gegeben, wenn es dran war. Also das hat, ja. Und das ist ja dann auch für mich ein Kennzeichen von der kompositorischen Arbeit oder Songstrukturierung und vom Arrangement, dass das zielt auf diesen Punkt, wo das kommen muss. Mhm. Und das ist die Qualität, die ich da immer so höre. Ja, wir versuchen jetzt, also wir hatten früher mal experimentiert, von diesem Schema A, B, A, B, C irgendwie wegzukommen. Und es hat auch bei manchen Songs gut funktioniert. Mhm. Und manchmal haben wir dann aber auch gemerkt, dass wir uns dann zu sehr auf A, B, C, D, E, F versteift hatten, sodass so dieser Spannungsbogen, den man versucht ja irgendwie auch in Songs zu ziehen, dass der zu oft kam, auch innerhalb eines Songs. Mhm. Und das hat uns dann selbst ein bisschen irritiert auch manchmal, weil wir versuchen alle auf die Dynamik des anderen so ein bisschen einzugehen. Und wenn ich am Schlagzeug versuche leiser zu werden, wird auch der Marcel angenehm leise, sagen wir es mal so. Und das ist ein langer Prozess, den man auch als Band erstmal für sich erkennen muss und dann auch erstmal finden muss. Und ich glaube, das können wir mittlerweile. Ja. Das würde ja dann auch, wenn du dieses A, B, C, D, E, F und so, das geht so ein bisschen auch vielleicht ins Progressive-Rock-mäßige mehr, wo du so Einzelteile hast und der Song verlässt diesen Teil komplett. Man merkt, also jetzt bei bestimmten Musikrichtungen, die Band wird nie mehr dahin zurückkommen. Ja. Ne? Geht einfach immer eins weiter. Genau. Ja. Und wäre dann eben auch die Frage, ob das mit eurem Stil generell dann das ist so die Frage, gepasst hätte. Genau, ja, das ist so die Frage, weil wir finden selbst so Musik extrem cool. Also wir hören allesamt, alle vier, sehr progressive Musik, haben aber für uns gemerkt, dass es uns ein bisschen zu weit weg ist. So, die Bands, die wir gerne hören, sei es jetzt mal ganz spezifisch genannt, die Hirsch-Effekt, die haben tatsächlich Songs, die sind dann auch mal 9 Minuten lang und gehen dann halt von A bis K irgendwie alle Songteile runter. Ja. Ne? Und das hören wir uns gerne an, vor allem wenn man sich dann auf Part F extrem freut. Mhm. Ne? Und dann nimmt man diese 9 Minuten auch gerne in Kauf. Ja. Aber das haben wir so für uns gemerkt, dass das können wir uns auch in der Größe, wie wir gerade sind, können wir uns das erstens nicht erlauben, weil dann viele Zuhörer auch quasi erschrocken vielleicht auch sind oder halt auch einfach abgeneigt. Und und jetzt versuchen wir quasi so den Kompromiss zu fahren, ein wenig für uns Progressivität auch reinzubekommen, aber trotzdem in dieser Songstruktur A, B, A, B, C oder vielleicht halt doch nochmal ein bisschen variiert zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen den Effekt, den wir quasi auch jetzt auf der EP gut erzeugt haben. Mhm. Ja, du hast mir ja die Songs schon mal zum Durchhören geschickt. Mir ist jetzt aufgefallen, dass jetzt zum Beispiel, kann ich die Titel schon nennen? Ja. Ja, klar. Du hast gesagt, vielleicht ändert sich da nochmal was. Rechte Hand, habe ich mir notiert. Das fand ich, war irgendwie durch die Art der Gitarren vor allen Dingen, war bei dem Song das Sphärische ein bisschen rausgenommen und zwar mehr rhythmisch, ein bisschen mehr heavy noch, also ich weiß gar nicht, wie man heutzutage, ich bin noch so in Heavy Metal, Hard Rock, in solchen Begriffen denke ich noch, bin ich zu alt. Also das ist, hat sich da ein bisschen, fand ich, entwickelt in eine andere Richtung. Ist das was du meinst? Zum Beispiel bei dem Song oder kann man es da nicht so festmachen? Der Song ist tatsächlich schwierig. Diesen Song, also mittlerweile heißt er Geduld. Geduld hat Marcel quasi so ein bisschen mit in die Band gebracht, beziehungsweise er ist zu uns gekommen Anfang 2019 und hat sich da so ein bisschen in uns reingehört und hat gesagt, ey, okay, jetzt schreibe ich was. Ne? So, und dann war das erstmal dieses Anfangsriff, was er am Bass spielt und was sich ja auch quasi durch den ganzen Song als Post-Chorus so ein bisschen zieht oder als Übergangspart, sagen wir es mal so. Und den zweiten Verse quasi auch komplett quasi begleitet. Und da hatten wir halt auch, da sind wir weil wir dieses Riff einfach auch gut fanden und auch quasi sehr eingängig, sodass man sich das auch einfach
3 Minuten lang anhören kann, sind wir auf dieser Spur gefahren. Aber trotzdem, wenn man jetzt zurückzukommen auf Tobi, sich quasi direkt dieses Intro schnappt, ist er direkt da mit seiner ganz typischen Gitarre, indem Marcel quasi dieses Riff zockt über Gitarre und Bassamp. Also er spielt es quasi in der kompletten Breite, in der kompletten Frequenzbreite, und Tobi fitzelt wieder nur quasi in diesem ganz oberen Bereich, wo eigentlich Gesang sein sollte, und füllt da quasi die Lücke in diesem Intro, in der Robin dann eigentlich irgendwann dann als Vocalist reinkommt. Mhm. Und so haben wir direkt im Intro, nach diesem Sample-Part, nenne ich es jetzt mal, haben wir direkt die komplette Breitseite wieder. Und dann wird es aber sehr rifflastig, das stimmt. Ja. Also, und auch im ersten Verse spielt Tobi was sehr Subtiles. Er gibt quasi, er ist derjenige, der so ein bisschen den Polyrhythmus spielt und das Ganze so ein bisschen aufteilt. Womit er am Anfang sehr zu kämpfen hatte, weil er auch nicht so richtig rausgehört hatte, was er eigentlich vorhat. Ah, okay. Das war, also, das ist auch immer mit solchen Geschichten dann immer so ein Kampf mit sich selbst, weil man es ja auch erstmal verstehen muss. Mhm. Und wenn man es aber einmal verstanden hat, also jetzt nicht vom Spielerischen, meine ich jetzt natürlich, dann läuft die Nummer viel, viel runder, als wenn man es in der Theorie quasi erstmal nur vorgesetzt bekommt. Mhm. Also erst gespielt und dann verstanden. Genau. So rum. Ja, so rum. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es irgendwie zu den vorherigen Sachen oder den alten Sachen, kann man halt so gar nicht sagen, aber zu den vorherigen, ist es noch durchsichtiger irgendwie, es klingt noch, weiß nicht, ob man das sagen kann, internationaler irgendwie. Also so irgendwie durchsichtig gemischt, sehr präsent alles verteilt. Also ich fand es sehr gut. Also ja, danke. Das ist jetzt das ist für uns sehr moderner Rock, würde ich jetzt mal ganz sagen. Also es ist für uns der eigentlich der Radiosong der EP, wenn man das mal so nennen kann. Mhm. Also sehr, sehr poppig, würde ich jetzt nicht sagen, aber halt sehr, sehr anhörbar und sehr vorausschauend auch. Mhm. Also oder sehr transparent, genau, hast du auch gesagt. Und und für uns ist es ganz klar irgendwie so der, kann man immer mal spielen. Ja, okay. Song, ne? Also, genau. Ja, interessant. Also das heißt, es ist gar nicht, weil da habe ich dann Bedenken, ist Haus Nummer 7, entwickelt sich ganz woanders hin. Das war sozusagen meine Bedenken. Ja. Also das war der erste, den ich gehört habe. Ja, klar. Oh, aha, okay. Ja. Und dann ging es durch die 4 Songs, wurde es immer mehr das, was ich sozusagen jetzt erwartet habe. Also jetzt nicht, dass ich das nur so hören will, aber es kam halt dann wieder so, dass ich dachte, wenn sie das jetzt machen, und dann kam es wieder, dann habe ich mich schon da unter meinen Kopfhörern gefreut. Ja, ich glaube, spätestens wenn man dann zum 4. Song ankommt, merkt man halt diesen Kompromiss, den wir versucht haben auch zu fahren. Also bei Stuttgart haben wir diesen sehr poppigen Refrain mit zig Overdubs in Stimmen, was ich will es gerne nennen. Ne? Also, aber wenn 4-stimmig ist, wird es, glaube ich, ungefähr kommt es hin. Mhm. Und sehr eingängiges Pattern jetzt am Schlagzeug. Und spätestens dann in diesem C-Part, wenn es sehr progressiv wird. Mhm. Also es gibt ja quasi auch einen Bruch in dem Stück dann. Ja. Genau. Spätestens dort merkt man dann irgendwie, dass auch die Einflüsse von unserer früheren Zeit auch wieder so ein bisschen sich gegriffen haben und gefunden haben, und wir einfach Bock hatten, diesen Part einfach zu zerstören. Ich fand jetzt, weil du das erwähnst, Stuttgart davor ist, heißt es noch Morgen Nacht, oder hat sich da auch was geändert? Nee, genau. Also wenn jetzt Stuttgart kommt, ist es im Prinzip, wenn das anfängt, ist es wie eine Reprise, oder es nimmt nochmal diese Stimmung auf von Morgen Nacht. Ich hatte so das Gefühl wie ein Hörstück bis zu dem Stück. Cool. Und dann wendet sich's aber, also dann geht es in dem Song Stuttgart, dreht es dann ab. Also nicht abdrehen im Sinne von verrückt werden, sondern einfach dann geht es seine Richtung. So ein Drumpart, wie entwickelst du das? Entsteht es dann während der Kompositionsarbeit direkt? Also kommt oder bringt jetzt jemand einen Song mit? Oder wie läuft es ab? Das ist bei uns ganz unterschiedlich eigentlich. Aber wir versuchen immer mehr quasi das zusammen im Proberaum zu schreiben, weil da sind jetzt
sind jetzt die letzten drei Songs der EP entstanden. Also außer Geduld, der wie gesagt von Marcel quasi mitgebracht wurde. Und der Marcel hatte da auch ganz klar seine Vorstellung. Der kann das auch, der kann das, also ich glaube, Marcel ist von uns quasi der Songwriter, der das der am besten beherrscht, wie man quasi Übergänge miteinander strukturiert und auch am besten merkt, was würde jetzt am besten dazu passen als nächster Part. Oder und er versucht sich aber so ein bisschen subtil zurückzuhalten, weil er auch so gemerkt hat bei Haus Nummer 7, das läuft, das Songwriting läuft gut, die Songs, die da rauskommen, gefallen ihm. Und er gibt seinen Senf natürlich am Bass dazu und bringt natürlich auch, was Gitarren angeht. Er ist ja auch ein exzellenter Gitarrist, das darf man nicht vergessen. Also er hat, glaube ich, mit 7 angefangen, Bass zu spielen. Ich glaube, mit 11 kam dann Gitarre dazu. Und was seine Skills am Bass und an der Gitarre angeht, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Es ist einfach immer wieder beeindruckend, auch wenn er auf Insta irgendwie was raushaut und du denkst dir, ja, okay, Trumps sind gesampled, aber cool. Ja, und genau, und so passiert es eigentlich wie bei den anderen drei Songs, bei Morgen Nacht, Hilfe Schreie und bei Stuttgart, dass die eigentlich komplett im Proberaum zusammengeschrieben werden. Dann nehmen wir uns zu dritt einfach 6 Stunden irgendwie setzen wir uns zusammen und dann ist meistens auch ein Song quasi bis zum C-Teil fertig. Ja, und, was dann noch textlich etc. draufkommt, da könnten sich dann nochmal innerhalb des Instrumentals quasi Sachen variieren oder halt auch umstrukturiert werden. Also jetzt nicht nur die Anzahl der Takte, sondern auch nochmal komplett irgendwie was auf den Gesang angepasst werden. Und, aber meistens steht dann als erstes Bass und Schlagzeug und der Tobi futzelt sich dann irgendwann noch was dazu und versucht dann seinen Stempel dann noch drauf zu drücken. Aber das ist auch das ist dann auch ein längerer Prozess bei ihm als nur irgendwie 5 Proben. Aber wenn die Basis organisch schon mal da ist, weil so wirkt es auch. Also es wirkt nicht wie am Reißbrett so geplant, so Math-Rock-mäßig irgendwie, sondern das ist so, man merkt es, denke ich, aus dem Spielerischen kommt es. Ja, finde ich gut. Also es ist einfach wirklich viel Gefühl einfach dabei, wenig überlegen, außer vielleicht welcher Akkord passt uns jetzt am liebsten, na, so nach dazu, oder welcher klingt ein bisschen jetzt zu erwartet. Das ist auch immer was wir ein bisschen vermeiden wollen. Aber im Endeffekt quasi ist es eher viel Gefühl, was wir da reproduzieren und auch viel erster Gedanke, erster Instinkt. Und dann kommt natürlich noch zweiter, dritter und vierter Instinkt dazu und wird dann aber wieder verworfen, wie es halt ist. Ja. Na, hier steht es, wirkt sehr spontan gespielt, bei aller Planung. Steht hier. Ich hab's begriffen. Ja, Morgen Nacht zum Beispiel fand ich auch wirklich ein beeindruckendes Stück. Sind da ein paar Takte drin mit Snares off? Nee, das eigentlich nicht. Also während des Studioprozesses ist das nicht passiert. Ja, okay. Ich habe ab und zu mal quasi von Song zu Song die Spannung quasi ein bisschen geändert, um auch quasi in der Tonart auch zu bleiben. Und je nachdem, wie hoch du halt dann noch das Reso, desto anders reagiert ja auch der Teppich dazu. Und da habe ich ein bisschen was angepasst. Und kann genauso sein, dass der Manu im Mix quasi die untere Snare ein bisschen rausgenommen hat und dementsprechend dann ein bisschen das Ganze ein bisschen hohler klingt. Ja, genau. Also es waren aber nur ein paar Schläge. Ja. Bevor, dann habe ich sie vielleicht schlecht angeschlagen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, okay. Was mich noch interessiert, einfach deine Lehrer oder wo du da so herkommst. Ich habe begonnen eigentlich so ganz rudimentär mit 6 Jahren in meiner ersten Heimat, in meinem ersten Heimatdorf war das. Da hatte ich einen Musikschullehrer mit nebendran noch ein Musikstore, das war eigentlich ganz cool. Der hatte so einen Gitarrenladen und ist aber an alle möglichen Sachen rauszukommen. Aber ich war 6 Jahre alt und habe mich dafür noch
nicht so ganz interessiert, hatte auch kein eigenes Schlagzeug in dem Alter und habe dann einmal in der Woche habe ich so eine Viertelstunde spielen dürfen, weil meine Schwester ist 10 Jahre älter und die hatte Gitarre- und Bassunterricht quasi dort. Und der hatte dann ein Schlagzeug stehen, hat dann ein bisschen noch mit meiner Mom gequatscht und ich durfte dann anfangen, ein bisschen zu trommeln. Hat dem mir ab und zu mal noch was gezeigt, wenn er Lust hatte. Das war aber wirklich die Basic. Da hatte ich so ein bisschen Interesse quasi gewonnen. Und dann den ersten richtigen Face-to-Face-Unterricht hatte ich dann eigentlich mit dem Jochen Weigand. Das ist auch quasi, wir schreiben auch heute gerne noch über Songs und meistens kommt dann aber von ihm so das Pädagogische sehr geil weitermachen. So, und wenn es aber quasi um wirklich Detailfragen geht, wüsste ich, dass ich ihn immer anrufen könnte. Und hatte bei ihm dann quasi in einer städtischen Musikschule erst. Wo war das denn, wenn ich in Lauterbach, im Osthessen, im Vogelsbergkreis. Weil ich kenne ihn jetzt nur vom Namen her aus Würzburg. Tatsächlich, schön. Ja genau, er ist, ich glaube, in Anfang 2000er ist er quasi von Würzburg nach in den Vogelsbergkreis gezogen. Und hat dort quasi das Engagement an der Musikschule angenommen und hat sich dann, glaube ich, auf seine Band Angel Landing, eine sehr bekannte Coverband damals, die wirklich, ich glaube, 4-mal in der Woche gefühlt irgendwie irgendwelche Festzelte vollgespielt hat, hat sich darauf so ein bisschen konzentriert und hat da erstmal quasi sich so ein bisschen etabliert, auch im Vogelsbergkreis, und ist dann Vater geworden und Häusle bauen und das kommt das dazu. Und in der spannenden Zeit durfte ich sein Schüler sein und habe das leider, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, nicht ganz damals so mit 14, 15 wertschätzen können. Und das kommt später dann. Ja, genau. Aber genau das ist so. Das ist so etwas, was ich so ein bisschen bereue. Also, dass ich den einen oder anderen Unterricht einfach verschlafen habe zum Beispiel. Das kommt halt da dazu. Ja. Ne? Aber ja, damals war mir auch nicht klar, dass ich bis zu meinen Spätzwanzigern quasi immer noch am Schlagzeug sitze und auch so viel Spaß daran hatte. Damals war für mich erstmal noch Sport Priorität Nummer eins. Okay. Und das ist aber dann relativ schnell verflogen, was ich nicht gedacht hätte. Und, aber als ich dann 2013 nach Mannheim gezogen bin, habe ich gemerkt, okay, der Fußball, der interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr. Das Musikmachen ist für mich doch ein weites Stück aus cooler. Ja. Also, ich glaube, cooler trifft es tatsächlich so ein bisschen, weil man sich ja fragt, wo will ich eigentlich jetzt hin hier in der Stadt? Ne? Und will ich mich irgendwie voll an der Uni engagieren oder will ich in irgendeine andere Szene reinwechseln? Und da war mir die Fußballszene hier in Mannheim doch ein bisschen zu alkoholreich auch, ne? Und wie es halt manchmal ist. Ne? Also nicht, dass ich das nicht vertrage, aber die Gespräche wurden dann auch immer plumper und ging dann auch so ein bisschen in die falsche Richtung, je nachdem, wo man dann halt irgendwie angekommen ist. Und in der Musikszene war dann sofort lockere Atmosphäre. Ich hatte hier in Mannheim sofort einen coolen Coach auch erwischt, der uns als Band jetzt auch mit Haus Nummer 7 gefühlt seit noch vorher, als Tobi und ich noch in einer anderen Band waren, hat der uns schon quasi so ein bisschen beglitten und hat dann irgendwann gesagt, jo Jungs, dann sucht euch halt noch jemand anderes. Ne? Und genau, und also das ist der Rainer Döring jetzt hier aus dem Forum in Mannheim, der auch für den Band-Support ganz viel macht und da auch quasi Bands coacht. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten der irgendwie am Tag bekommt mit irgendwelchen Streitigkeiten von irgendwelchen Bands, die nicht wissen irgendwie, wie sie weitermachen. Oder gefällt dir der Song? Gefällt dir das, was wir da machen? Der gibt auch immer ganz interessantes Feedback. Und bei der EP haben wir jetzt aber auch so auch ein bisschen uns natürlich auf uns selbst verlassen und auch das, was der unser Produzent, der Manuel Renner, was der gesagt hat, der hatte auch ganz, ganz viele tolle Ideen und auch ganz, ganz viele nicht tolle Ideen, die dann doch zu sehr in Mainstream irgendwie uns gewandert sind. Da haben wir uns zum Beispiel bei Geduld schon sehr auf den Manu mal eingelassen mit so einem Break quasi in den letzten Refrain rein. Und das war schon so, wo wir alle vier gedacht haben, willst du das wirklich?
Ja, man, doch, das will das Publikum. Ja, okay. Und wir so, ja, aber wollen wir das? Okay. Haben ja gut, da, aber da ist ein bisschen ein anderer Blick reingekommen. Genau, oder? Also nochmal ganz neue Elemente, auch jetzt, was das Video jetzt von Geduld angeht, was wir am 16.10. veröffentlichen. Mhm. Das hat er quasi auch gefilmt. Also ist der Manu ist da so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Multitalent, aber er kann das alles. Und er macht das auch alles für, also für uns hat er das jetzt quasi on point produziert. Also wir haben wirklich, wie es bei einem Video natürlich ist, wir hatten 1-2 Kritiken, aber das war dann, das war wirklich nur irgendwie, der Filter ist uns ein bisschen zu dunkel. Ach so, okay, ne? Ja. Also nicht irgendwie, der Schnitt war super, wir hatten ein paar, wir hatten 2 Tage hatten wir uns quasi mit ihm getroffen und mit zwei Freunden von mir aus von der Freilichtbühne Mannheim. Mhm. Die haben quasi unsere Hauptrolle gespielt. Ah, okay. Und das lief eigentlich wie am Schnürchen. Ne? Also super. Es war von Manu und mir so ein bisschen vorbereitet. Ich habe die beiden Darsteller so ein bisschen darauf vorbereitet, was wir so machen. Und dann waren das 2 sehr entspannte Tage mit sehr schlechtem Essen, muss ich dazu. Also ich habe auch noch gekocht. aber alles andere war sehr erfolgreich. Okay. Und da haben wir mit Manu auch jemanden gefunden, der... der super irgendwie mit uns arbeitet und mit uns auch agiert. Mhm. Genau. Ja, cool. Und die EP, in welcher Form kommt es raus bei allen Streaming-Plattformen und so? Wie macht ihr das? Also was ist da eure Philosophie? Also eine Philosophie ist schwierig zu nennen. Also ich meine, es ist gibt, ja Indie, ne? Was ihr macht. Oder wie nennt ihr das? Entschuldigung, ich alles stoße gut. hier nicht auf, auf allzu positiv. Sag du, was ist, wie definiert ihr das, was ihr, also ich meine... Also klar, wir machen ja alles so gesehen selbst. Ja, ne? Also von dem organisatorischen Standpunkt meinte ich, jetzt nicht musikstilistisch. wir haben weder Plattenvertrag noch irgendein Label irgendwie hinten dran. Wir machen das alles nur für uns, so gesehen. Und für die Leute, die sich dafür auch interessieren, was wir machen. Dementsprechend ist es viel Eigenfinanz, also viel Finanzen, die wir da selbst reinstecken in das Ding. Und deswegen verzichten wir auch erstmal auf eine Pressung zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir haben das bei unserer allerersten EP im Oktober 16 hieß die, haben wir das gemacht und sitzen leider immer noch auf ca. 220 CDs. Ne? Mhm. Und es war, glaube ich, eine 300er Pressung. Ja. Es war, glaube ich, das Kleinste, was ging, aber einfach auch aus ökologischer Sicht haben wir uns dazu jetzt entschieden, okay, wir wissen nicht, wie diese EP ankommt. Ja. Wir haben jetzt keine Fanbasis irgendwie von 200, 300 Leuten, die safe irgendwie diese CD abgreifen, sodass eine 500er Auflage sinnvoll wäre. Mhm. Und deswegen gucken wir erstmal, wie so die Resonanzen sind und falls doch der Schrei nach nach einer Pressung irgendwie groß wird, dann machen wir das natürlich gerne. Mhm. Ne? Aber vorerst wird das auf allen Streaming-Plattformen angeboten. Mhm. Und jeder, der die Dateien als tatsächliches Format auch bekommen möchte, der kriegt das auch. Ja. Also da sind wir jetzt nicht irgendwie mit einem knickrigen Auge dahinterher, dass wir aus dem irgendwie groß einen Gewinn abgreifen. Ja. Hast du gedacht, ich bezeichne euch, ist es auch ein Musikstil, Indie oder? Oder warum hast du das? Ganz kurz habe ich gedacht, okay. Aber dann habe ich schnell begriffen, das kann nur quasi auch das DIY-Projekt, also Do-It-Yourself-mäßig, kann nur so gemeint sein. Ja, ja, ja. Aber meine erste Reaktion war, das ist doch Indie. Also ich musste direkt denken an das zweite Album von Kraftklub. Ich meine, da sind wir jetzt nicht in dem Interview so weit, um über deutsche Popmusik zu sprechen, aber wir hatten das zweite Album von denen und da haben die so eine Interview, also so eine Gesprächssequenz quasi, haben die per Handy auch mitgeschnitten, weil es so urig war. Das war direkt vor ihrem Proberaum, da haben sie so 2 Chemnitzer, so, wahrscheinlich haben die gute Covermusik gemacht, die alten Herren, so und waren so wahrscheinlich irgendwie Ende 60 und
und haben dann gesagt, ich habe Indie, was ihr macht, Indie, ne? Und da musste ich so gerade direkt dran denken. Ach so, okay. Und deswegen war das gerade auch sehr lustig. Und, ja, okay. Ja, das wollte ich gar nicht. Sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass du in dieser einzigen Nicolas Unger Show 2020 noch was spielst. Du hast Songs mitgebracht. Richtig, ja. Das sind es dann zwei von der neuen EP? Genau. Ja, ja. Okay. Mhm. Das ist in dem Fall jetzt Geduld, den ersten Song, über den wir jetzt am Anfang sehr ausführlich hatten. Und das ist Morgen Nacht, ist der zweite Song, habe ich mich dazu entschieden, weil ich auch quasi auf die Parts in dem Song selbst so ein bisschen drauf eingehen kann, was ich da mache. Und ich glaube, da sind die beiden Songs relativ anschaulich. Mhm. Genau. Gut, dann sehen wir uns gleich am Schlagzeug wieder. Was ich irgendwann nochmal weniger quietschend kaufen wollte. Ich glaube, ich öle das gerade alle zwei Wochen. Ja, okay. Irgendwie so. Also wir haben auch hier... Ja, ich habe gestern, also WD-40 immer in der Tasche. So nach dem Motto. Nee. Stimmst du laut oder leise? Also, wie machst du das? Ja, okay. Aber ich bin jetzt auch nicht der große Superstimme. Ne? Das macht nichts. Okay. Jetzt mal den Eindruck. Aber eigentlich haben wir dich deswegen eingeladen. Ja, Mist, ich merk's gerade. Ich hatte mir eine Nummer von dem, wie heißt der Kollege, der seine Snare immer so, Massoff, so verstimmt quasi, um sie zu stimmen, hatte ich mir mal die DVD quasi gekauft, als eine der wenigen DVDs, die ich mir tatsächlich gekauft habe, um ehrlich zu sein, weil ich gemerkt habe, okay, dein Fellverschleiß wird auch einfach brutal erhöht. Mhm. Also, ich meine, ich spiele jetzt halt auch nochmal anders als Massow. Das ist, wenn man das so sagen kann. Ne? Aber, na, gehen wir hier hin. So, ich war aber. Schöne App dazu. Hoffentlich habe ich die noch. Yes. Von Corona Lab. Nee, oder? Ich hätte doch da was gespeichert. Oder? Alles war nur die Snare. Ja, die Snare gespeichert. Aber gut. Das müsste ein F sein. Resonanz. So, ich will irgendwie.
war es kein F, dann war es ein G. Ja, sogar ein A. 99 Hertz, 100 Hertz. Aber der passt noch, der unten ist. Schnell dieses Basketball, diesen Basketball-Effekt. Kennst du den? Also wenn es dann so plastik. Ja. Da halt vor allem. Das haben wir im Studio dann gemerkt. Bei mir im Proberaum hat es irgendwie nicht. Da war das null so. Und ich habe jetzt aber auch gestern nochmal nachgelesen und bin aber heute nicht dazu gekommen, das zu beheben. Ah, furchtbar. Passiert, weil die beiden Fälle quasi sich gegeneinander immer aufplauschen. Ne? Also klar, Resonanz passiert. Ne? Und er macht immer noch diesen Bau. Ich gehe wieder hoch. Was ich jetzt mal gelesen habe, ist, dass man Wolle einfach reinwerfen soll in den Kessel. Ja, habe ich Wattebäusche drin. Tatsächlich. Und? Macht das Ganze. Also die Attack ist da, weil es hüpft ja auch ein bisschen eventuell drin und dann wie so ein, also Gate wäre jetzt zu viel, aber es dämpft so ein bisschen die Resonanz. Ja. Muss ich probieren. Also im Proberaum, wie gesagt, habe ich das nicht, aber ich habe dann gestern so dran gedacht, ach scheiße, im anderen Raum. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir im Proberaum nicht passiert. Bin ich eigentlich noch relativ fit. So viel dazu. Kannst ja mal eine Warnung aussprechen, wenn du Rimshot machst. Also ich bin immer noch so ein bisschen der Auffassung, dass also das Massow-Prinzip schon funktioniert auch. Und ich bin immer noch Fan davon, die oberen Böckchen quasi ein bisschen fester anzustimmen, als was unten passiert. Aber Warnung. Okay. Ist mir jetzt schon zu hoch fast. Und ich spiele leise. Also das war gerade. Der Bauch kommt erst. Das ist das Problem. Ich lasse es so. Ich meine, auf den Song kann ich jetzt nicht tun. Wenn ich ehrlich bin. Wie klingt für ein kaputtes Reso immer noch okay? Cool. Spiel sie gerade nochmal bitte. Die Kick. Wie machst du das? Also von der Technik? Ich heal ab. Ich habe mir aber auch erst das Spiel angewöhnt, als ich gemerkt habe, okay, meine Mikrodynamik ist im Arsch. Oder ich habe noch nicht drauf geachtet. Okay. Mal so. Und habe die Kick dann immer quasi immer so. Also das war früher die Lautstärke. Okay. Kein Rimshot gespielt, kommt auch noch dazu. Am besten Hi-Hat noch doppelt so laut gespielt.
Und kamst du das durch Unterricht dann oder wie bist du da drauf gekommen? Nee, das kam tatsächlich durch Studio-Feedback. Mhm. Ja, okay. Also durch Feedback durch Produzenten oder auch von Tontechnikern, die dann gesagt haben, Digga, deine Becken sind viel zu laut. Ja, also das ist ja das, so das größte Problem, was man eigentlich erstmal als Live-Musiker auf einer kleinen Bühne hat. Deine Becken sind zu laut. Ja. Und habe ich dann irgendwann für mich verinnerlicht. Ich habe erst gedacht, yo, schwätz, was du willst. Ne? Mhm. Habe dann aber gemerkt, okay, als ich dann bei einem Kollegen vor der Bühne stand, wo ich dann selbst gemerkt habe, okay, seine Becken sind auch zu laut. Vielleicht meint er das ja gar nicht so Pi mal hingeredet. Ne? Mhm. Habe dann mich quasi so ein bisschen informiert. Habe mir dann relativ große Becken geholt, wie ihr sehen könnt. Und dafür aber sehr dünne. Und das ist das, was eigentlich jetzt den Sound ausmacht. Ne? Diese sehr dünnen Becken, das sieht fast schon, wenn man das jetzt so macht, sieht es fast schon billig aus. Ne? Aber bei dem mache ich es jetzt nicht, weil das gar nicht so dünn ist. Mhm. Also, wobei, es geht schon ein bisschen, aber je größer, desto biegsamer natürlich. Ne? Aber genau, das war dann so das, was ich so als erstes für mich, wo ich dann als erstes drüber nachgedacht habe, okay, Becken zu laut. Ich mache die Becken leiser, indem ich leisere Becken kaufe. Okay. Ich hatte damals noch so ein, auch von Selbien, so ein Ozone Crash. Sehr spitz, sehr laut. Und genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich, also was man eigentlich als Crash haben will, was sich quasi schon in den Vordergrund drängt, aber dann quasi schnell wieder wegkommt. Und das war halt im Vordergrund und ist da irgendwie erstmal 2 Sekunden geblieben und dann halt sofort wieder weggegangen. Also es klang erstmal sehr unnatürlich und so im Studio als Effektbecken irgendwie nebendran bestimmt cool, aber nicht das, was ich wollte. Und dann habe ich mir so langsam, dann bin ich an dieses Ride gekommen, vor, glaube ich, mittlerweile auch 3-4 Jahren, wovon ich immer noch Riesenfan bin und das immer noch spiele quasi, als würde ich es mit Samthandschuhen anfassen. Dann kam die Halt dazu und das ist so die Sache, da glaube ich, werde ich mir in den Folgejahren, sobald diese Hi-Hat nicht mehr funktionieren wird, werde ich mir eine 15 Zoll, und aber wahrscheinlich auch trocken, irgendwie holen. Und genau. Aber sie setzt sich super durch, hat einen schönen Crisp. Ja. Und der Rest kam dann so dazu durch quasi Austauschgeschichten. Ne? Also das ein oder andere Becken geht ja dann doch mal kaputt, leider auch. Ja. Also auch die ersten Becken gingen leider kaputt durch falsche Spielweise, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja. Früher hat man dann natürlich auch hier den Rand versucht, also komplett zu erwischen, anstatt quasi das quasi über die Seite wegzurunden und hat im besten Fall noch das Beckenpress auf das Stativ geklemmt. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es schön ist, wenn die Becken relativ leise sind. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt hier irgendwie einschläfernd spiele. Also das ist dann halt die andere Geschichte. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt von mir spreche, dass meine Becken relativ leise sind, dann sind die für andere vielleicht dann doch schon sehr laut. Ja, ne? Und, ja, klar. Das ist aber halt diese Dynamik, die man für sich finden muss. Dass meine Kick zum Beispiel, da hatten wir es ja Anfang mit der Geschichte, dass ich quasi die Ferse komplett während des Spielens auf dem Boden hatte. Aus Bequemlichkeit eigentlich, ne? Nicht aus Protest des Schlagzeuglehrers. Ja. Nee, aus Bequemlichkeit. Ne? Und hat dann aber gemerkt, dass das hat einfach. Ja. Und dann ist halt dann immer das ein Unterschied zu. Ja. Und das war jetzt noch nicht laut. Mhm. Ne? Also, so viel dazu.
kommt dieser wieder klar. Wir haben jetzt den Song gehört. Geduld. Geduld. Geduld war das. Sehr gut. Ja. Genau. Also sehr cool. Vor allen Dingen die Snare hat mir wieder gut gefallen. Das war, ist dieselbe Snare, mit der ich dich da eben genau live gehört habe. Genau. Schönes Stück. Ja. Und batscht ganz schön, ne? Genau. Was soll man dazu sagen? Aber man muss es auch bei dem Song. Ja. Also sonst komme ich gegen die 8 Gitarrenverstärker nicht an. Mhm. Die... was mir jetzt aufgefallen ist, es hat einfach sehr gut mit Bass und überhaupt reingepasst in den ganzen Song. Wie gehst du jetzt so Songdienlichkeit, wäre das Stichwort, wie gehst du sowas an? Mhm. Bei dem Song speziell habe ich mich, was jetzt meine Spielweise angeht, sehr zurückgehalten und sehr auf Groove konzentriert und sehr auf den Flow und den Groove konzentriert, obwohl das ja kein flowiger, grooviger Song ist. Ne? Also der erste Verse ist ja quasi, fängt ja an mit dieser Verschiebung in der 1, die dann eigentlich auf der, ich glaube auf der 2 oder auf der 3 liegt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn ich kurz, ich spiele kurz rein. Da habe ich immer wieder den Schlag auf dem Becken eigentlich auf der 3 dann erst sitzen, was quasi das Bassmuster erst hergegeben hat. Dadurch kam mir erst zum Beispiel die Idee.
So viel zum Beispiel zum ersten Verse. Das hat sich eigentlich komplett aus der Struktur, die mir vom Bass so ein bisschen vorgegeben wurde, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und dass die Gitarre obendrauf nochmal so ein bisschen was Versetztes spielt, das kommt dann so als Schmankerl noch dazu. Gibt mir dann halt die Freiheiten, quasi mich komplett auf den Bass quasi zu fixieren. Mhm. Verstehe. Sonst wäre das auch quasi ein bisschen zu overloaded, wenn die Gitarre quasi den verschobenen Rhythmus dann noch spielt. Gibt aber dir natürlich einen super Kontrast dann zu so einem Halftime-Part oder genau, wenn es wirklich heftig wird, ja, kann man sich da mehr reinfallen lassen. Genau, also die Dynamik dann quasi zwischen den beiden Parts funktioniert, finde ich, sehr gut, dass du hier was sehr nach vorne Treibendes hast, wie auch im zweiten Verse, da kann man dann eher noch Kopfnicken und treibt dann den ganzen Körper, hier hast du jetzt gerade nur den Kopf, der so ein bisschen mit will. Genau. Und dann in dem riffigen Part kommt dann die Ellenbogenpfanne aus. Ja, ja, genau. So ungefähr. So viel dazu. Mhm. Ja, in dem zweiten Verse fixiere ich mich eigentlich auch komplett auf die Emotionen, die quasi vom Gesang erstmal zurückkommen. Da spiele ich in dem ersten Pass keine Kick, sodass. Da spielst du auch softer, oder dann? Da spiele ich auch einerseits die Snare sehr viel zurückgezogen und versuche quasi auch einfach die Emotion total auf den Sänger zu schieben, also auf Robin zu schieben, weil mir der Text da auch ungemein wichtig ist. Und hat natürlich auch nochmal so diesen persönlichen Touch, dass ich da ein bisschen noch das Auge auf Robin werfe, was der da eigentlich macht und mich dann selbst noch sehr viel weiter zurückfahren kann in dem Moment. Und dann gibt es diese zwei Stellen, wo dann quasi die Snare quasi mit dem Becken gespielt wird, quasi aus einer Pause heraus, und das öffnet dann erst wieder so richtig die ganze Breitseite des Verses, der dann doch in dieser Dynamik zurückgefahren ist, im Gegensatz zu allem anderen. Genau. Was mir noch einfällt, die Snare ist sehr eingeloggt bei dir, generell in den Songs. Egal, ob es jetzt so vertrackte Parts sind oder Verschiebungen, wo die Bassdrum verschoben ist, oder bei Halftime-Parts. Hast du da ein Konzept gelernt oder am Start gehabt, oder hast du das gelernt durchs Spielen, dass das so drin sitzt einfach, wo es hingehört, wie man immer so sagt? Ich bin eigentlich ein großer Fan von versetzten oder verschobenen Snares. Okay. Habe aber jetzt, wenn ich jetzt an Police zum Beispiel denke, habe ich nie so das Gefühl dafür bekommen, wenn ich ehrlich bin. Also auch nie, ich meine, wir machen jetzt andere Musik als jetzt beispielsweise Toto oder Police, wo dann gerne mal irgendwo was hingesetzt wird, wo es eigentlich nicht ist, aber dann doch geil ist. Ne? Und ich bin ein sehr großer Fan, dass die Snare sehr gerade ist. Also dass quasi auf der 2 und 4 solide was konstant gespielt wird. Dann aber quasi entweder mit Ghost Notes oder halt zweiten Akzenten quasi noch addiert oder halt tatsächlich auch weggelassen wird. Wie eine zweite Ebene dann letztendlich. Genau, genau. Eine zweite, trifft sehr gut, genau. Um dann auch quasi durch diese nicht aus der Reihe tanzen, auch wieder quasi dem Hörer zu so ein Wohlbefinden auch zu geben. Also das ist halt auch Songdienlichkeit, die dann voll zu tragen kommt und die ich mir so angeeignet habe. Also ist jetzt nicht, was man aktiv lernt, die Snare auf der 2 und 4 quasi beizubehalten, aber es hat sich für mich so ergeben und ich finde, es geht auch jetzt bei den Songs, die wir jetzt hören, geht es auch voll auf. Also jetzt auch gerade wieder in dem ersten Verse, wenn ich die Snare da weglassen würde, würde man sich erstmal verloren. Ich kann es mal kurz probieren, ob es packt.
war jetzt ein langes Beispiel, aber der Übergang hat da jetzt dann gerade nochmal, wenn ich die Snare da nicht durchspielen würde, glaube ich, würde etwas fehlen. Das fällt auseinander das dann auch. Das fällt genau komplett auseinander. Also das ist jetzt, gerade das Beispiel fand ich jetzt gerade sehr treffend dafür, dass so eine durchgehende Snare einfach wichtig sein kann. Mhm. Genau, so viel dazu. Ja. Zu deiner Technik, also ich habe... Oh je. Nee, also es ist, man könnte jetzt denken, ja okay, wenn ich jetzt zu dem Konzert da reinkomme, ich höre euch und ich denke, okay, der muss mit Unterarm aber und Oberarm und zimmert da rein, aber bei dir sitzt der Stock sehr locker. Also jetzt sieht man es auch, also das ist, da ist nicht, das ist nicht hart gespielt. Nee, auch von den Muskeln her, es sieht sehr locker aus. Das hat mir, also das war was ich quasi relativ schnell beigebracht bekommen habe, dass quasi alles eine Synergie ergibt aus Oberarm, aus Unterarm, aus Handgelenk vor allem auch. Also vor allem auch quasi, wenn ich Rudiments übe, was ich jeden Tag 30 Minuten mache. Wie wir alle. Wie wir alle, natürlich. Genau. Versuche ich tatsächlich. Ich übe 35 Minuten. Ah, oh. Okay, da kann ich echt nicht mithalten. Da halte ich nicht mit. Ja. Versuche ich auch quasi aus dem Handgelenk zu spielen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer, also selbst so Videoanalyse ist ja das Schönste, was es gibt eigentlich, was das angeht, was das Schlagzeugspielen angeht. Und dann habe ich selbst mal irgendwann in 2014, glaube ich, war es, hatten wir eine Live-Video-Session und habe ich gesehen, dass ich alles aus dem Ellenbogen mit rausgespielt habe. Und das wurde auch lauter. Und vom Klang? Und vom Klang her einfach blechern. Ne? Mhm. Also jetzt vor allem, wenn es auf die Becken ging. Ne? Also ist ja nur mal ein Unterschied, ob du quasi hier ein bisschen dann mit abfederst, indem du den Stick locker hältst, oder ob du quasi durchziehst und quasi dem Blech auch einfach keinen Spaß oder kein Spiel gibt, quasi dagegen anzugehen und zu schwingen. Du überspielst es dann eigentlich, ne? Inwiefern? Wenn du durchziehst, überspielst du das Material im Prinzip. Ja, also wenn... So ja, rum, ne? Und wenn du es ein bisschen... Ja, genau. Ja, und das ist auch die größte Sorge. Also wenn so ein... Jeder kennt es, der schon mal ein Becken kaputt gemacht hat, was einem sehr viel gekostet hat oder auch was einem jahrelang vielleicht auch durch sämtliche Venues irgendwie geholfen hat. Das ist ein Scheißgefühl, wenn dann auf einmal, wenn du den Koffer aufmachst und dein Becken ist gebrochen oder wenn es dir während des Gigs einfach reißt und dann sind die nächsten drei Songs erstmal kaputt. Ja. So, und das ist ja die Sache jetzt. Wenn ich jetzt hier das Becken mir nochmal in einem Laden raussuchen würde, das klingt komplett anders. Genau. Ja. Das ist ja auch was, ja, ich finde, das Handwerk finde ich absolut sensationell, also Beckenschmiede, und finde ich auch, den Preis hat es auch meiner Meinung nach verdient. Finde es aber auch super, dass es jetzt quasi so mehrere Anbieter gibt, wie jetzt Sultan zum Beispiel, habe ich jahrelang gespielt, ein Crashbecken, bis es dann leider aber unverschuldet meinerseits kaputt gegangen ist. Und dann habe ich nochmal mir dieses Sultan, das war ein Dark Matter Ride, auch ein 20 Zoll wie das jetzt, und das hat einfach ganz anders geklungen, viel matter, nicht so schön brillant wie das, was ich hatte, und dann habe ich es eigentlich direkt weiterverkauft. Also, ja gut, es hatte auch dann halt nicht, es wurde viel kürzer gespielt. Ja, das kommt noch dazu. Noch dazu, ne? Aber man hat schon gemerkt, dass es einfach... Es hat nicht die Substanz, da hinzukommen. Genau. Ja, ja, okay. Genau. Ja. Ach ja. Ja, cool. Das ist gut. Ja, dann hören wir den zweiten Song. Jawohl. Gut. Morgen Nacht. Morgen Nacht. Morgen Nacht. Genau. Genau, alles klar. Viel Spaß. Wo bin ich? Da bin ich. Jeder in meiner Stadt führt ein selbstsicheres Leben. Aber ich muss jetzt wirklich erwähnenswert für dich. Shit, ich
Ja, morgen Nacht. Ja. Also der Titel des Stücks. Der Titel des Stücks, ja. Ja, was würdest du da sagen? Wie bist du das angegangen im Gestaltungsprozess, Kreation? Das war schwierig. Das war sehr schwierig. Ich war noch nie ein großer Fan davon, die Snare auf die Eins zu spielen. Also ja, same hier. Gerade, ne? Also wenn sie auf der 1 gespielt wird, muss sie irgendwie durchlaufen. Mhm. Also jetzt, um nicht in den Metal-Bereich zu gehen, aber war eigentlich nie großer Fan davon und habe mich dann irgendwann dazu überwunden, weil ich gedacht hatte, es passt einfach zu dem Rhythmus. Es treibt das Ganze noch weiter voran und ich fühlte mich dabei auch wohl, aber dann die Fill-Struktur war komplett eine ganz andere, wenn du nicht auf der Kick endest, sondern auf einer Snare. Das wurde mir erst sehr spät bewusst, dass ich darauf quasi aktiv Einfluss nehmen muss in der Gestaltung, weil ich mich auch eigentlich sehr spät dann erst um Fill-Ins kümmern, wenn der Song eigentlich schon komplett fertig ist. Mhm. Also klar, man hat was im Hinterkopf, oh cool, das hatte ich neulich irgendwie mal so gelernt und das könnte man ja umsetzen. Aber was so jetzt zum Beispiel im Intro angeht, Das erste Fill, was mir auch ab und zu den Hals bricht, habe ich sehr spät dann erst quasi, eigentlich in der Studio-Vorbereitung habe ich das mir erst dann quasi überlegt, dass das passt. Das fängt mit der Snare an und hört mit der Snare auf, war genau. Das so? Kannst du es mal? Oder mal langsam auch, weil das ist ja... Wir sind in einem, die Snare viertelt quasi durch und dann geht's in diese... Das ist quasi, also jetzt ja, ein bisschen geschleppt, aber es ist einfach, ja, genau. Also es ist ein Basic Pattern, würde ich fast schon noch sagen. Ja, ne? Ja, also kennt jeder, aber float schön, wenn er gut getroffen wird und gibt einen schönen Übergang in den nächsten Part und ignorieren. Ja. Hat super gepasst, war super im Flow. Ich hatte ihn schon im Repertoire und deswegen
wiederholt er sich auch. Und ich finde aber auch gut, dass er sich wiederholt, dass er auch so ein bisschen transparent quasi gegenüber dem Hörer dann auch quasi gibt. Oder auch meinen Mitmusikern, die dann auch ab und zu mich schräg angucken, wenn ich dann einen anderen Phil spiele, der ihnen ganz unerwartet erscheint. Ja. Ne? Diesen Tom-Part in dem Stück? Ja. Wie kam es dazu? Ich wollt, einfach so sozusagen nur, nur in Anführungsstrichen Kontrast oder von was anderem beeinflusst? Nee, nicht mal. Der kam einfach auch dazu, dass Morgen Nacht ein Song für mich ist, was das Spielerische auch angeht, indem ich komplett neue Sachen irgendwie für mich, also Snare auf die Eins, dann im Refrain Wechsel auf Halftime, Fulltime, Halftime, Fulltime, bin ich auch, ey, das kann man sich sparen für ein C-Teil, so, aber hat halt gepasst, ne, und dann das dritte Wasser sind halt irgendwelche Grooves mit Toms. Ja. So, bin ich auch nicht der King of Tom hier, würde ich jetzt nicht sagen, ne, also fand ich jetzt nicht, also es passt genau rein. Es hat in den Song gepasst und ist ja auch einfach, es ist ein einfaches Pattern, ich spiele es nur mal kurz an. So ist es quasi durchgespielt. Und hat für mich quasi gepasst. Das führt zum Ziel. Und hier habe ich halt dann viel Wert darauf gelegt, dass das Becken quasi erst sehr leise beginnt. Ja. Und dann quasi bis hin zu diesem kompletten Break-Part, wo nur noch Gitarre und Schlagzeug quasi spielen und so ein bisschen als Filter auch sogar wirken zu dem ganzen Song, steigert sich das Becken und wird immer weiter, öffnet sich immer weiter. Es ist sehr dezent am Anfang und wir haben versucht, das Ganze im Studio quasi so so in der Dynamik zu halten, dass das trotzdem das Mikrofon gut aufnehmen kann. Das ist dann immer natürlich die Schwierigkeit. Auf einer Bühne geht irgendwie alles, außer halt dann komplett zerstören das Becken. Ne? Mhm. Aber im Studio kann es dann halt auch dann doch mal schnell zu leise sein, so ein Becken, und fällt dann irgendwie durch oder kommt gar nicht präsent zur Wirkung. Und wie kommst du mit diesem Gegensatz, sage ich mal, zurecht, diese Technik zu beachten im Studio, auch vielleicht mal im Home-Studio oder wo auch immer mal selber die Software zu starten. Also wenn man so ganz in diesem rein spielerischen Flow drin ist, zieht dich das raus aus diesem Music Space, sage ich mal? Oder kannst du da sofort wechseln? Hast du das mittlerweile, also über die Jahre oder so gelernt? Das ist so eine Sache, die... Mittlerweile klingt so, als hättest du es nie gekonnt. Also das war blöd jetzt. Das war seltsam. Alles gut. Nee, es wirft mich sehr raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann schnell die Begeisterung quasi auch für das Recorden so für mich empfunden. Bin auch quasi derjenige, der bei uns im Proberaum das so im Griff hat. Und auch der Erste, der meckert, wenn das Gitarren-Mikrofon nicht richtig positioniert ist, sondern irgendwer wieder gegengetreten hat. Und da bin ich so der Erste, der quasi getriggert wird dadurch. Und das Problem war dann tatsächlich auch, dass ich mich auch schnell in Sachen versuche hineinzufuchsen, in die ich mich nicht hineinfuchsen sollte. Ja. Weil irgendwie will man ja alles so ein bisschen im Blick haben, vor allem auch Schlagzeuge, wenn du quasi selbst am Set, jetzt als Rockdrummer hat man ja während einer Live-Show eigentlich 7 bis 10 Mikrofone irgendwie um sich herum. Und wenn du aber nicht weißt, was ein SM57 ist, stehst du gegenüber einem Techniker schnell als der Depp irgendwie da. Ne? Und das wollte ich nicht. Da habe ich mich dann reingefuchst und irgendwie hat es mich dann sehr vom Spielen abgelenkt und hat mich dann viel Zeit auch quasi gekostet, was ich aber auch gut fand in der einen Linie, weil ich bin jetzt quasi mit unserem Gitarristen, der auch noch ein bisschen Know-how hat, bin ich so der, sind wir die beiden einzigen, die von Mikrofonen ein bisschen was verstehen. Aber jetzt zum Beispiel bei einem Live-Gig habe ich zum Beispiel auch noch das Licht bei mir komplett. Also ich, wer das live mal beobachtet hat jetzt das letzte Jahr, hat gesehen, dass ich quasi neben mir komplett einen Rack stehen hatte, worüber noch meine Vocals, jetzt zum Beispiel bei dem Lied Rauschen, quasi angefahren wird. Das läuft dann auch nochmal durch ein Gitarren-Pedalboard und du merkst, ich spiele dann gerne mit irgendwelchen Albernheiten rum und das war auch erstmal
meine Band hat sich da auch erstmal nicht drauf einlassen wollen, so ein bisschen. So nach dem Motto, jetzt kommt er noch mit dem Paddleboard an. Ja, so ungefähr. Ja, okay. Ne? Und wir waren dann irgendwann dem Motto Reduce to the Max. Ne? Mhm. Also bei mir wurde ein Tom abgebaut, weil ich es auch nicht gespielt habe, ehrlich gesagt. Mhm. Also man hat immer deutlich an den Fällen gesehen, dass das 10-Zoll-Tom war nicht bespielt. Ne? Ja, okay. So, und dann kam ich damit noch an und hat auch noch dann Licht quasi. Das haben wir dann in der Konzeption, haben wir gesagt, wir wollen eine kleine Lichtshow quasi auch machen. Läuft dann bei mir über das, ich habe quasi neben mir ein Samplepad stehen, worüber aber eigentlich gar keine Samples abgefahren werden, sondern die Lichtshow eigentlich hauptsächlich. Dann einzelne Szenen immer, oder? Ja, genau. Ja, okay. Also einzelne Loops in der Szene. Okay. Und das wird dann angefahren über das Samplepad, welches ich über einen Controller quasi links neben der Hi-Hat steuere. Ah, okay. Also immer, wenn ich eine neue Szene quasi im Loop starten möchte, klicke ich quasi links neben die Hi-Hat den Loop an. Mhm. Und das cool. Samplepad ist super. Dann eigentlich nur mein Klick sozusagen. Ja. Darüber habe ich den Klick laufen. Mhm. Und genau, und ja, wie man jetzt gehört hat, lasse ich mich dann sehr schnell von so Spielereien ablenken und dann wird das Schlagzeugspielen leider sehr schnell zur Nebensache, auch während des Live-Gigs, vor allem wenn irgendwas man dann nicht läuft und man dann merkt, okay, Licht jetzt mal, sei mal jetzt gewesen, aber irgendwie mein Mikrofon ist gerade noch an und ich muss das schnell ausmachen, sonst ist der Mix zerstört, suche ich jetzt dann mit einer Hand gerade das Volume und zack, genau, das ist dann. Da lasse ich mich schnell von ablenken. Bin aber auch dann so nach einer Weile eingespielt gewesen, dass das einigermaßen kontrollierbar war. Mhm, cool. Genau. Zum Thema Mikro-Timing finde ich immer noch interessant zu fragen, Schlagzeuger, wie gehst du das an? Oder was ist denn, hast du ein Overall-Konzept oder irgendwie sowas, wie du da dran? Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich in einem Proberaum bin, wo ich wirklich alles abgenommen habe. Und da mache ich gerne dann quasi, lasse ich einfach während der Probe einfach laufen. Mhm. Und auch während des Übens einfach lasse ich alles laufen. Und wenn ich mit einigen Parts quasi, wenn ich in einige Parts mich hier reinfuchsen möchte, sehe ich sehr schnell an der Spur, beziehungsweise an den Spuren, wo ich sitze mit meinem Timing. Mhm. Und ob die Snare jetzt zu weit hinten ist oder zu weit vorne oder. Also du hast übersetzt, du hast direktes Feedback. Ja. Während du spielst, eigentlich, kannst du gucken, wie sieht's aus. Genau. Eigentlich jetzt wie ein E-Drummer, der auf seinem Pad gibt es ja so Trainingsfunktionen, wo der dir immer sagt, so und so viel Prozent off oder upfront oder so. Cool. Ist ja eigentlich dann auf Akustik-Drums derselbe Lerneffekt. Ja, übersetzt, genau. Ja, also cool. Ich kriege von, genau, ich habe jetzt Cubase als meine DAW und habe dann den Klick kriege ich dann auch von Cubase in so einer Übersituation und dann sehe ich dann relativ schnell, wo die Snare jetzt gerade sitzt und kann auch quasi kann ich quasi ein bisschen nach hinten oder nach vorne ziehen. Und das hat mir sehr viel geholfen, vor allem, wenn ich so Laidback spielen wollte. Hat man jetzt bei Morgen Nacht im Refrain gehört zum Beispiel, da bin ich in diesem Halftime-Part bin ich relativ weit hinten. Ja. Und in dem Fulltime-Part bin ich mit der Snare dann doch ein bisschen weiter vorne. Mhm. Und also nicht, dass sie sich nicht nur quasi doppelt gespielt wird, sondern sie ist so ein Stückchen noch weiter vorne, hoffentlich. Würdest du sagen, du kannst es jetzt willentlich ansteuern? Also ich sage jetzt 10 Millisekunden, stellt sich sie jetzt weiter vorne hin? Boah, nee. Nee, das ist doch eigentlich ein Gefühl dann, ne? Ja, ja. Mhm. Das ist ein Gefühl. Also dieses direkte haptische Feedback. Also es war jetzt auch eine DAW. Rhetorische Frage. Ja. Mhm. Also ich glaube, wer das kann, der man kann, also viel, also die Cracks, die können das, aber die sagen immer, ich setze das 10 oder 5 oder 6 Millisekunden weiter zurück, verschweigen aber oft, dass sie was anderes fühlen in dem Moment. Ja. Deswegen kommt es immer so rüber, dass sie sagen, klar, wenn ich es brauche, setze ich es halt 5 oder 6 Millisekunden zurück und also, boah, der hat es drauf. Dabei hat er halt so ein Karibik-Feeling und spielt dann ein bisschen zurück. Ja, verstehe. Nee, ich stelle mir jetzt keine Palmen um mich drumherum vor, wenn ich laid back versuche zu spielen, sondern es gibt sich dann tatsächlich aus diesem Gefühl, wie gehe ich den Song an? Also ich glaube, es wäre jetzt auch für mich schwer
oder richtig schwierig, quasi aus dem, ohne Kontext, nur das Schlagzeug für sich quasi das zu spielen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Band-Kontext habe und sehe quasi, wo die Snare wo sich die Snare hinfühlt, dann schaue ich erstmal, bin ich laid back, bin ich weiter vorne, bin ich zu weit hinten, ne? Also wo ist meine Pocket eigentlich, wo kann ich mich wohlfühlen? Und dann versuche ich quasi einen, nicht einen Kompromiss, aber halt ein sehr gutes Wohlfühl-Level zu finden und mich dann darauf auch einzustellen. Mhm. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Ja. Cool. Hast du mal, vielleicht die letzte Frage, hast du mal mit einem zweiten Drummer in einer Band gespielt? Nee. Dass ihr zwei Drummer wart? Komplett gar nicht. Okay. Also wir hatten so ein, zwei Songs hatten wir mal Samples, die im Hintergrund liefen, aber natürlich voll auf den Klick. Ja. Stell mir das aber ziemlich interessant vor. Ich kenne es jetzt zum Beispiel aus vielen Unplugged-Geschichten, die jetzt aber so 3-4 Jahre her sind. Wenn ich mich jetzt an dieses MTV Unplugged von Crow erinnere, da war Joey Stripper und ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat. Die haben zu zweit gespielt. Joey, glaube ich, ein sehr modernes Kit mit sehr kaltem Holz und der Kollege nebendran ein sehr warmes Holz. So hat es dann ein bisschen harmoniert. Ja, okay. Also, und ich stelle mir das ultra cool vor. Aber halt, du musst dich als Drummer noch mehr zurücknehmen. Ja, ich fand halt, als ich das mal gemacht habe, dass du automatisch die Snare dann, die Drummer einigen sich über die Snare auf ihren Groove. Ja. Also, dass wenn man jetzt das einfachste Mittel vielleicht eben diesen Backbeat zu lernen wäre, einfach mit jemandem mitspielen, der es kann. Stimmt. Ja. Weil du kannst nicht gegen einen gezimmerten Backbeat, kommst nicht raus. Nee. Ja, stimmt. Und da kann man das, also das war dann wie eine nonverbale Einigung, da sitzt er jetzt, okay, da fertig. Und dann ist es durchmarschiert, wie auf Schienen, also Groove halt. Ne? Ja. Und da habe ich das gecheckt, weil jetzt Jeff Porcaro oder so, die haben ja dann auch, teilweise hat er mit einem Drummer noch gespielt. Mhm, okay. Wenn ich das richtig jetzt weiß, vielleicht müssen wir schneiden. Zack, zack. Ja, genau. Also ich glaube, dass das... Dass man nicht alleine da sitzt, das Gefühl. So, ne? Wie du sagst, du kannst es besser mit Band. Ja, und wenn du die Erfahrung mal hattest, mit dem zweiten Drummer zu spielen, dann nimmst du dieses Gefühl mit, wenn du dann alleine spielst. Das kann, ist so meine Theorie zu dem Thema. Stelle ich mir auch gut vor, dass die Übertragung quasi noch herrscht, trotz, auch wenn der andere dann quasi weg ist. Ja. Dass man das Gefühl, das stelle ich mir interessant vor. Ich habe es noch nicht probiert, aber wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ja. Das vielleicht als Tipp für die, die noch ihre Pocket suchen. Ja. Weil das kann auch einen an Grenzen führen und darüber hinaus. Ja. ja, stimmt. Cool. Also ich danke dir für dein Kommen heute. Sehr gerne. Ja. Wir haben einiges, also an einem Tag. Die Show Nummer 11 hat es in sich. Ja, aber sehr gut. Also hat schön gegroovt. Ich hat mich gefreut, dieses Snare nochmal zu hören und direkt daneben zu sitzen. Also ich würde es jedem empfehlen, mal live Haus Nummer 7 anzuhören. Können wir noch URLs nennen, Insta, sonstiges Werbung? Ja, also überall sind wir vertreten. Instagram hauptsächlich. Mhm. Also da legen wir jetzt Priorität drauf. Mhm. Auch die Homepage ist da und auf YouTube wird jetzt bald wieder was zu finden sein. Ja. Bis zur nächsten Nicolas Unger Show, dann im nächsten Jahr. Das war die einzige Show 2020 mit Sönke Laudemann von Haus Nummer 7. Vielen Dank für deinen Besuch und vielen Dank. Ich freue mich drauf, wenn ich Haus Nummer 7 wieder mal live sehen kann. Ich mich auch. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.